Ja, wunderbar. In der Vorfertigungshalle können die Wandteile wetterunabhängig gefertigt werden. Der größte Pluspunkt der Vorfertigung ist aber, dass die Streben, die als Diagonalen quer durch die Gefache laufen, erst nach dem Einbau der Strohballen eingefügt werden müssen. Stroh ist ja im Prinzip wie Holz zu behandeln, jetzt mal von den Grundsubstanzen her. Es benimmt sich aber in der Verarbeitung dann doch etwas anders. Das heißt, es fusselt fürchterlich, belastet die Maschinen sehr. Zum einen durch den Staub, aber auch durch den hohen Quarz, und da ist ja auch viel Sand und irgendwas drin. Also es ist einfach kein sauberes...